fleißig, fleißig, fleißig wird in der Früh hier noch geschnitten um kurz vor 6 Uhr. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin schon wieder wach. Bin um 1 Uhr wieder eingeschlafen. Oh, bin jetzt wieder wach. Hab das Video fertig geschnitten. Wird jetzt sofort online gehen um 9 Uhr. Und dann sage ich nur noch: Let's go! Lach die Gamecom beben, bis ich nicht mehr aushalten geht. Bis die Gamescom einfach in den Boden. Das merkt ihr schon. Mit unserem Trolley schon wieder. Mit unserem was? Trolley. Ach, Trolley. Ja. So, wo gehen wir heute hin? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist doch weg. Halle 11, Halle 10, Halle... Hier blendet alles. Aber alles kein Problem. Kunst dazu gewonnen. Okay, dann würde ich mal rausgehen. Oh, Benjamin, erzähl mal. Wie war's? Sehr cool, sehr spannend. Zwei, drei kleinere Unfälle mit der Tribüne, aber sonst all in Ordnung. Entsprechend die Plätze 1 und 2 im Qualifying. 6 Plätze werden vergeben. Und wir schauen uns einmal ganz kurz an, worum es bei dieser Bell Stacking Challenge überhaupt geht. Thank you.
sind, müsst ihr wieder zurück in den Startbereich fahren, dann wird die Zeit gestoppt. Jo, ich habe da gerade noch was zum Mittag gedächtet, einen Muffin und ja, einen Brötchen. Und dann gleich geht ich dann hinter die Halle 8 zu der Red Bull Lounge. In der Nähe vom Red Bull. Oder in der Nähe. So, Kollege. Korrigiert mich. Ja, wir haben gleich ein kleines Gespräch, oder ich habe ein kleines Gespräch mit SAE, wie es gelaufen ist. Das seht ihr jetzt im Anschluss, ein paar Ausschnitte vom Interview. Und am Ende des Tages ging es auch noch um Fördermittel und was passiert irgendwie so nach dem Studium, wie komme ich rein, wie sieht eine Bewerbung und so weiter aus. Und all das nehmen wir hier auf und das könnt ihr euch anschauen. Wenn ihr euch bei uns auf unserer Webseite einloggt, dann könnt ihr diese ganzen Vodcasts und Podcasts euch anschauen. Die ist aber recht einfach zu beantworten. Also wir sind sehr praktisch orientiert, das heißt, uns ist wichtig, immer learning by doing. Auch zu leben, nicht nur einfach zu sagen, sondern zu leben, also wirklich die Projekte auch umzusetzen. Theorie kommt natürlich, die ist auch wichtig, die braucht man, aber am Ende des Tages muss man einfach auch in der Branche was machen, schneiden, hands-on, aufnehmen, Spiele entwickeln und ja, das so oft wie möglich. Und was uns auch auszeichnet ist, ich finde, ein sehr familiärer Umgang und das Netzwerk, das wir zur Industrie haben. Und ich glaube, das ist schon das, ja, was uns wirklich am meisten ausmacht, dieses familiäre Umfeld, Netzwerk und ja, der Praxisanteil, den wir haben. Ja, ich bin der Lukas Mittelmann, bin für das SAE-Institut zuständig im Bereich Event. Also hier auf der Gamescom sind wir heute. Ich plane die Messestände, bin aber auch für Networking zuständig, also für das Sprachrohr quasi zwischen SAE und der Industrie. Ja, zu aller guter Letzt waren wir hier beim SAE-Stand, die sehr viel was mit Medien zu tun haben. Interview habe ich euch einen Teil mit reingeschnitten. In der Zukunft wird ein bisschen längeres Interview auf den Kanal von mir und von Chris Senko kommen. Thank you.
wirklich die Verabschiedung von heutigen Tage, Tag 2. Wir sehen uns natürlich heute oder für mich morgen auch Tag Nummer 3 wieder. Es sind wieder spannende Termine geplant und ja, organisiert. Und was ich da alles erlebe, das erfahrt ihr am morgigen Tag hier auf meinem Kanal. Und bis dahin, habt eine schöne Gamescom und dann sehen wir uns vielleicht morgen mal oder was auch immer.